Ja, moin Freunde. Ja, wie sollte ich anfangen? Heute werde ich mal einfach so ein Flock-Flop-Talk oder wie auch immer machen. Es geht um den Armer Outcast 4S. Ja, wir sind, oder besser gesagt, mein Kumpel Kitte hat sich den zugelegt. Und völlig euphorisch sind wir in die Kiesgrube. Natürlich haben wir alle Schrauben vorher überprüft, alle Radmuttern festgezogen. Ja, sehr schönes Fahrzeug. Und wie man das hier sieht. Also keine Einwände vorher. Das Ding wird als Stunt Monster Truck verkauft. Sieht mega aus, super Lackierung. Ja, soweit dazu. Ja, wie dazu ist, wir natürlich am Fahren. Okay, der macht natürlich seine Stunts, versucht sie erstmal, weil das ist ein ganz anderes Fahrzeug mit kurzem Radstand, extreme Breite und ordentlich Power. 4S Power, ja, das sagt natürlich schon vieles. Aber wir kennen das auch von den Armer-Fahrzeugen, dass die eigentlich sehr robust sind. Bis jetzt eigentlich. Ja, also ich selber fahre den Gorgon. Jetzt mit Umbau auf Brushless. Das Ding geht mega Hammer. Ich würde sagen unkaputtbar. Das gleiche haben wir eigentlich von den Outcasts auch gedacht. Also. Bis jetzt jedenfalls. Bis jetzt sage ich jetzt, wo wir noch in der Kiesgrube waren. Völlig euphorisch. Wir bashen einfach mal eine Runde. Das Ding ist mega robust. Macht auch Stunts. Ja. Seht selbst, wir machen ein paar Stunts. Und dann geht's gleich weiter. Das gibt's doch nicht. Ja, also, das war's. Wir sind gerade mal noch nicht mal 10 Minuten unterwegs gewesen. Da ist schon der erste Stift von den Radmitnehmern weggeflogen. Wie auch immer. Keiner weiß, wie der rausfliegen kann. Da ist ein Sicherungsring außenrum. Vielleicht sind die Dinger zu kurz. Keine Ahnung. Das gleiche hatten wir mit dem Mojave 4S auch. Das war im letzten Video, wo das Rad weggeflogen ist. Das ganze dreimal. Es war eigentlich immer erst der Denkfehler, das Rad war nicht fest genug. Nein, es war alles fest. Definitiv. Alle Radmuttern festgezogen. Da war nichts lose. Beim Mojave 4S ist ja das Rad mit komplett allen Antriebswellen und sowas, alles raus, weil dieser Stift weg war. Also dieser Stift hält einfach dieses ganze Teil zusammen. Ja, auch hier haben wir das Ganze mit einem abgeknipsten Imbusschlüssel gelöst. Dieser hat wirklich bis zum Ende gehalten. So, das war der erste Punkt. Kidder hat schon gar keinen Bock mehr drauf gehabt. Ich habe gesagt, schick den Wagen zurück, Garantiefall. Kann ja nicht sein. Nein, wir reparieren es. Ich habe Bock zu fahren, war seine Aussage. Hat funktioniert, haben wir auch so gemacht.
So, dann kommt der nächste Teil. Schaut es euch an. Du hast es langsam drauf. Oh, guck mal, das Hinterrad. Oh oh. Ich wollte eben schon sagen. Oh. Rausgebrochen. Tja, Leute, also das ist das nächste. Achsschenkel. Rausgebrochen. Unten aus diesen Stahlstiften. Und das war, weiß Gott, nichts. Kein harter Aufschlag. Nichts Besonderes. Ja. Haben wir auch hingekriegt. Es ist zum Glück nur eingerissen gewesen. Wir haben das Teil wieder reingesteckt bekommen und konnten noch weiterfahren, ohne dass er den Wagen jetzt zurücktragen musste. Und wie das so will, folgt natürlich was drauf. Diese Armer-Fahrzeuge sind meiner Meinung nach nicht für diese Kiesgeschichten geeignet. Diese ganzen Steine, die da sind, weil man 3 SBLX-Modellen ewig hängen diese Steine in der Lenkung drin. Du kannst sie nicht mehr lenken. Du musst ewig diese Steine rauspulen. Macht einfach keinen Spaß. Hier war es jetzt, dass ein Kiesel von dieser Größe reingeflogen ist, hat sich an der Kardanwelle verkeilt und hat die Kardanwelle rausgebrochen. Dann war Ende. Also, dann ging das Fahrzeug gar nicht mehr. Wir sind 2 Stunden da gewesen. In den 2 Stunden ist so viel passiert. Kidder hat schon gesagt, eigentlich schmeiße ich das Ding in den Müll. Aber er hat ihn bis jetzt wieder repariert bekommen. Alles gut. Aber ich sag mal, ein Auto, was um die, ich glaube, er hat um die 500 € bezahlt dafür. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Geld da eine Rolle spielt. Ich habe auch Autos, die kosten 250 € und die Dinger sind robust bis zum geht nicht mehr. Die schlackern ohne Ende, aber die fliegen, machen Backflips und das Einzige, was bis jetzt kaputt gegangen ist, ist das Hauptzahnrad. Ich will jetzt von anderen Marken nicht sprechen. Auch da brechen Metallhauptzahnräder und. Es kommt ja auch immer ganz drauf an, wie man damit fährt. Aber hier sind wir definitiv nicht wie die Bekloppten gefahren. Und ich erwarte von diesem Fahrzeug einfach, dass es hält. Ich hätte es eingeschickt, weil es wird damit geworben. Monster Truck Stunt Car. Und für mich muss ein Stunt Car sowas standhalten? Natürlich bis zum gewissen Grad. Wenn ich sehe, dass Leute im Skatepark damit rumheizen, gut, da bricht natürlich auch mal ein Stoßdämpfer, da bricht auch mal die Grundplatte oder eine Dämpferbrücke. Das ist aber harter Beton und die Dinger fliegen 5 Meter, keine Ahnung wie hoch, und knallen auf irgendwelche Kanten. Klar, da brauche ich auch nicht mit Garantie kommen oder sowas. Das waren Sprünge, ich sag mal, noch nicht mal 1 Meter hoch. Backflip macht das Ding eigentlich aus dem Stand. Ja, also ich selber würde die Finger davon lassen. Meine Meinung. Und vielleicht habt ihr da ja auch Erfahrung mit. Schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich wäre sehr dankbar dafür. Und ansonsten, ich bleibe bei meinem 160 € Gorgon, den ich für 120 € getuned habe. Und bin voll und ganz zufrieden. Macht keine Backflips, aber das Ding ist robust bis zum geht nicht mehr. Also davon mal abgesehen, Armer kann auch gute Sachen machen. Es ist nicht alles schlecht. Der Granite zum Beispiel ist auch top. Ja, so, ich musste das einfach mal loswerden. Es wird demnächst jetzt noch ein Video kommen,
wo wir in der Kiesgrube unterwegs sind mit dem Outcast und mit dem Gorgon. Und da werdet ihr sehen, die Dinge machen ihren Job, aber das sind Mankos, die gehen gar nicht. Ich musste das einfach mal loswerden, damit auch andere das mal mitkriegen. Oder besser gesagt, vielleicht haben andere das ja auch, aber sagen einfach nichts. Keine Ahnung. Muss gesagt sein, weil das Geld wächst auch nicht auf den Bäumen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Aktiviert die Glocke. Und abonniert meinen Kanal. Lasst einen Kommentar da. Wir sehen uns demnächst wieder. Dann schönen Abend noch.